Wir wollen mal rauskriegen, ob du überhaupt Kinogänger und Gängerinnen gut einschätzen kannst, was die gerne gucken. Ja, das kann ich sehr gut. Meinst du das, dass du sofort psychologisieren kannst, wen du da vor dir hast, sobald du einfach erstmal ein Bild siehst? Ja. Ich werde jetzt auch zum Teilnehmer dieses Spiels, denn du wirst es gleich moderieren, denn wir werden jetzt probieren, anhand nur von wenigen Informationen, die wir über Menschen haben, die wir nicht kennen, die gerade ins Kino gehen, wollen wir herausfinden, welchen Film die gucken. Und das Ganze heißt, guck mal, wer das guckt. Wir lernen jetzt als erstes Marc kennen. Wir haben Marc eine Frage gestellt, denn wir haben den ganzen Freitag zur besten Kinozeit am Kino gedreht. Mhm. Jetzt schaut mal an, was Marc auf die Frage antwortet. Und danach müsst ihr einschätzen, in welchen Film ist er im Anschluss gegangen. Bitte schön. Darf ich noch kurz eine Frage zum Ich bin Marc, 23 Jahre alt und komme aus Berlin. Welche wichtige Person aus der Zeitgeschichte würdest du zurückholen wollen? Boah, also ich glaube, es ist relativ einfach. Ich bin ein riesen Fast and the Furious Fan, also Paul Walker. Also, Marc würde die historische Figur Paul Walker zurückholen. Also es ist nicht Einstein, es ist nicht Madame Curie. Und die Frage ist jetzt, in welchen Film ist dieser junge Mann jetzt gegangen? War es A, in Knock at the Cabin, das ist ein Horrorfilm. Da geht es um eine abgelegene Waldhütte. Und das ist eben ein Horrorfilm, A. Oder ist es B, der Film Plane? Aha. Plane heißt übrigens auf Deutsch Flugzeug. Und da geht es um ein Flugzeug, das wird vom Blitz getroffen. Da ist eine Geiselnahme, die landen irgendwie auf einer Insel und dann kommt noch irgendwie so ein Typ, so ein Mörder, der muss denen helfen. Der Mörder muss denen helfen, das ist der Konflikt. Ja, er hat früher beim Burger King Magazin die Kinotipps gemacht. Dann, oder es ist ein Mann namens Otto, das ist ein schlecht gelaunter Witwer, der auf eine Mutter mit einem Kind trifft. Und er ist sehr skeptisch und mies gelaunt. Ja. Und es bleibt auch den ganzen Film und die reden kein Wort. Nein, natürlich, sie treffen sich dann und dann wird das alles wunderbar. Oder ist er D in Creed 3 gegangen? Da geht es um Boxweltmeister Adonis Creed. Ja. Und der muss irgendwem auf die Schnauze hauen. Also in welchen Film ist er gegangen? Wie schätzt ihr ihn ein? Also ich glaube, den ersten versteht er nicht. Den habe ich selber auch nur kaum. Ich habe dich jetzt auch nicht verstanden. Ja. Ey, das ist irgendwie so ein Horrorschocker. Ich weiß nicht, vielleicht. Also ich würde mich ehrlich gesagt festlegen auf Plane. Weil ich glaube, dass der Twist mit dem Mörder. Ja. Ich glaube, da haben sie ihn bekommen. dann kommt ein Mörder. Ich habe ein bisschen den Eindruck, es könnte auch Creed sein, weil er hofft, dass gleich da Bambule ausbricht. Ja, ja, kann ich dir aber sagen, wir hatten jetzt gerade Kinotour, 12 Tage. Ja. Und wir liefen immer mehr oder weniger zeitgleich mit Creed. Und ich habe sehr viel Creed-Crowd gesehen. Und ich glaube, der hätte es sofort auf die Schnauze bekommen. Okay. Wirklich, nicht böse gemeint. Aber. Okay. Nicht böse gemeint. Okay, also sagen die dann auch, es ist nicht böse gemeint, aber... Ja. Ihr legt euch fest. Ja, also ich sag Creed trotzdem. Ich sag Plane. Du sagst Plane? Ich sag Plane wegen dem Mörder. Wir fragen ihn selber. Welchen Film schaut ihr euch halt an? Wir gehen jetzt zu Creed 3. So, ein Punkt für mich. Also, wir lernen als nächstes Matthias kennen. Der sieht so aus. Und wir haben ihn auch etwas gefragt. Aber in welchen Film geht er? Ja, Matthias aus Berlin, 42. Würden Sie sich für 20 Euro noch mal in einer Piepsstimme vorstellen? Oh Gott. Hallo, ich bin der Matthias, 42 Jahre aus Berlin. Okay, er ist also jemand, der sowas macht. Was sagt uns das über seinen Charakter? Geht das ist ja die Frage, oder? Wir müssen immer gucken, was macht einer, wie ist der so? Und haben wir einen tiefen Blick in die Seele und was heißt das für ihn? Geht Matthias A. in den gestiefelten Kater? Das ist ein beliebter Kinderfilm. So animiertes Zeug, ne? Ja. Geht er B in Ant-Man and the Wasp Quantumania? Also ist so ungefähr, ist halt so ein Ameisenmann, aber so ähnlich wie Spider-Man, muss man sich das vorstellen. Oder geht er hier, mein neuen Lieblingsfilm, Die Schule der magischen Tiere 2. Ja. Da sind sehr magische Tiere und die drücken nochmal die Schulbank. Ja. Passieren allerhand magische Dinge. Oder geht er in The Quintessential Quintuplets Movie? Das ist ein Hit-Genre der Generation Z. In diesem tollen Film, dessen Namen ich nur wirklich schwerlich aussprechen kann, geht es um lernunwillige Fünflinge, die einen Nachhilfelehrer bekommen. Ah ja. Das klingt doch auch höchst interessant. Das ist deine Konkurrenz gerade im Kino. Ja, ich merk's. Das ist Matthias. Welchen Film geht Matthias? Also der ist ohne Kinder da. Ich hoffe, die letzten beiden Filme sind es nicht. Ehrlich gesagt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der so ein Manga-Fan ist. Ja, aber das hat auch so was leicht... Ja, gut. Was leicht unangenehm ist. Ja, kann schon sein, aber... Ja, oder? Einfach so ein erwachsener Mann, der sich da so ein Hentai reinzieht. Aber vielleicht interessiert er sich also für... Ja, für die Zeichenkunst. Bildung oder was, oder wegen Nachhilfe, oder...
Ja, ich gehe hier mit Ant-Man. Also B, Ant-Man. Klaus, also, was sagst du? Ich glaube, der perversen Film da. also der Manga, Entschuldigung. Der Manga-Film, dieser, ne? Ja. Wir schauen mal rein. Matthias. Welchen Film schaust du dir gleich an? Ant-Man, Quantumania. Der Ausgleich. Sehr, sehr gut. Ich möchte jetzt nicht, dass ich hier alle gegen dich aufbringe. Ja. Ich weiß doch nichts darüber. Ich weiß doch nicht, was das für Filme sind. Ich rede doch wieder Blinde vom Regenbogen. Ich weiß doch gar nicht, was das sein soll. Hab jetzt da so rausgepoltert, ja. Perversen Film. Ist natürlich alles nicht. Ist eine eigene Kunstform und soll man respektieren. Mache ich auch. Ist mir rausgerutscht. Entschuldigung. Seid ihr noch bereit für einen Film? Ist ja gar nichts für Perversen. Ist jetzt Showdown? Oder ja, im Grunde entscheidet sich's jetzt. Okay. Komm, wir spielen jetzt noch die letzte. Das ist das Finale. Okay, okay. Und ihr lernt jetzt Paula kennen. Paula. Ich bin Paula, bin 29 und komme aus dem Speckgürtel von Berlin. Mit welchem Promi würdest du gerne mal Abend essen? Bela B. von den Ärzten. So. Ja. Jetzt wird's interessant. Also zwei Sachen. Erstmal findet sie Bela B. gut und sie benutzt völlig problemlos Worte wie Speckgürtel. Das sind zwei Sachen, ja, die guck tief mal, was Brandenburger für einen Umweg gehen, um einfach nicht zu sagen, wo sie herkommen. Das stimmt. Aus dem Speckgürtel. Guckt sie an. Sonne und Beton. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Ja, du kannst es ruhig vorlesen. Nein, ein herausragender Film. Ein herausragender Film jetzt im Kino. Gucken Sie. B. Beautiful Disaster ist eine Liebeskomödie. Und da geht es um einen Frauenschwarm und eine kuriose Wette, die irgendwie damit zu tun hat, wenn er die Wette verliert, dann darf nicht gebumst werden. So habe ich es verstanden. Ja, okay. Too hard to handle. Nur ähnlich. Und das ist mein Lieblingsfilm der Woche, tut mir leid, Felix. Und zwar David Garrett, Alive in Rome. Stark. Es gibt eine Verfilmung von einem Konzert unseres geliebten Teufelsgeigers David Garrett. Und er fiedelt da in Rom. Und da kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten, das ist was für Perverse, meine Damen und Herren. Da werde ich mich nicht entschuldigen. Also wer keine Karten hat für André Rieu, man kann jetzt David Garrett im Kino erleben. Oder ist es D, Magic Mike, The Last Dance? Ich glaube, das ist der 700. Teil, in dem Magic Mike irgendwie strippt. Mhm. Und, ist da es hat, immer derselbe? Ich, es ist immer Channing Tatum, ist immer Magic Mike. Und die Geschichte ist, glaube ich, sekundär. Und Verträge in Ruhe lesen auch für Channing Tatum. Und jetzt muss er noch ein drittes Mal ran, aber jetzt angeblich zum letzten Mal. Also welchen dieser Filme guckt Paula, Ärzte-Fanin aus dem sogenannten Speckgürtel? Also ich glaube, fast jeder Film außer Sonne und Beton ist zu blöd für sie. Weil sie Ärzte-Fan ist wahrscheinlich, ne? Ja, weil die so, ich glaube... Ja, Ärzte-Fans sind pfiffig. Ja, ich glaube, die interessiert sich für Filme mit einer sogenannten Handlung. Ja. Und da hat sich ja auch schon David Garrett schon mal komplett... Also wer das durchhält... Weiß es doch gar nicht. Ob David Garrett... Ja, vielleicht ist es geil, was er da macht. Das ist ein Konzert. Das ist ein Konzert. Nee, das genau. Ist nicht so geil. Was also wer hier verliert, kriegt zur Strafe das neue David Garrett Album. Nein. Ja. Das ist gemein. Aber doch so aufs iPhone installiert wie YouTube. Dann kriegt man das nicht mehr runter. Nee, ist einfach unlösbar. Das ist immer 6 GB weg. Nein, das möchte ich nicht. Also du sagst Sonne und Beton, was sagst du? Mach mal jetzt. Sonne und Beton, sag ich. David Garrett. Ja, einfach nur damit ich was anderes sage. Ich glaube, dass sie hier zu The Final Tease geht. Das hier? Und Channing Tatum. Nee. Ah, nee, Stripper. Ich glaube, die macht sich da heute mal so einen bunten Abend und danach fährt sie mit dem Rego zurück ins Speckgürtel. Dann gucken wir mal, wie sie sich einen bunten Abend macht. Welchen Film wirst du gleich anschauen? Sonne und Beton. Felix Lobrecht bekommt das David Garrett Album auf sein Handy überspielt, unlöschbar. Das war, guck mal, wer das guckt.